Okay, dort waren wir noch nicht. Das sieht sehr dunkel aus und ich habe gar keine Fackel mehr. So, jetzt haben wir wieder ein paar. Okay, aber ich würde sagen, für ein anderes Mal machen wir das. Aber ich glaube, wir kamen hier aus der Richtung, oder? Genau, wir müssen eigentlich von da gekommen sein. Und dann vielleicht von hier oder von wo genau kamen wir jetzt? Ich glaube, aus der Richtung hier. Nein, aber hier ist Sackgasse, also aus der Richtung kamen wir nicht. Vielleicht von hier oder von wo kamen wir jetzt? Okay, ich schau mal hier in der Richtung. Aber ich habe jetzt keine Ahnung. Ah, das kennen wir ja. Also wir kamen doch aus der Richtung hier. Ja, hier waren wir auch noch nicht, also von dort können wir auch nicht gekommen sein. Vielleicht von hier, lass mal eben gucken. Nein, also dort waren wir auch schon. Ja, alles hier sehr verwirrend. Sehr, sehr mysteriös. Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Vielleicht aus der Richtung. Ich schaue hier, aber hier waren wir auch schon wieder. Vielleicht gibt es hier noch einen Ausgang irgendwo und ich habe den noch nicht gesehen. Das kann natürlich auch sein. Ja, hier ist auch nur eine Sackgasse. Da geht es auch nirgendwo hin. Ja, hier geht's, glaube ich, auch nicht weiter. Nein, da geht's nicht weiter. Vielleicht hier irgendwo. Nö, da sehe ich jetzt gerade auch nichts. Na, und da waren wir ja schon. Also da geht's auch nicht raus. Was für ein Labyrinth hier. Diese Minenschächte. Vielleicht kommen wir hier irgendwo raus. Erstmal hier so einen kleinen Weg übergebaut. Und hier geht es so ein bisschen nach oben. Vielleicht geht es ja da raus. Könnte sein. So, und hopp. Und hier mal nach oben. Und hier auch mal ein bisschen nach oben. So, ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass es da rausgeht. Oder könnte auch eine Sackgasse sein. Okay, aber hier müsste ich schon relativ weit oben sein. Das heißt, ich könnte mich auch rausbauen. Da ist schon Erde. Das heißt, das müsste eigentlich relativ nah an der Oberfläche sein. Ich höre Regen. Ich glaube, es regnet draußen. Und es ist Nacht, was auch nicht so toll ist. Das heißt, ich muss mal eben laufen. Da war ein Skelett. Und die Türen sind natürlich wieder auf. Ich brauche mal hier Druckplatten. So, eben mal ein bisschen schlafen. So, und hier mal ein bisschen Stein und das Roheisen. Das kann ich auch mal eben hier einschmelzen. Mit noch ein bisschen Kohle. Hier haben wir auch ein bisschen Hühnchen. So, das verrottete Fleisch kann ich auch mal eben hier ablegen. So, und erstmal hier ein bisschen was mampfen, das geht ja auch immer. So, erstmal würde ich mir aber auch mal ein paar Druckplatten machen. Ja, das ist jetzt eine, das reicht jetzt ja auch nicht. Ich würde mir eben noch mal ein paar Bäume fällen vielleicht. So, hier haben wir auch eine Spinne, die uns wahrscheinlich nichts tut, weil wir sie gar nicht interessieren. Oh, aber der interessiert sich schon für uns, wie es aussieht. So, komm her. Kannst du mal eben schön brennen. So. Und dann wird hier noch ein bisschen Holz mitgenommen. So,
Für 4 Druckplatten sollte das reichen eigentlich. So, dann erstmal hier ein paar Holzbretter und daraus machen wir uns gleich mal ein paar Druckplatten. So, dann haben wir jetzt 4 Druckplatten, einmal für den Vorderausgang und einmal hier für den Hinterausgang, damit wir hier die Tür nicht auswählen auflassen. So, und ich habe ja auch ein bisschen Stein und ich habe natürlich auch Eisen, das heißt, ich kann mir hier eine Steinsäge machen. So, haben wir das auch mal. So, und ich habe so ein paar Steinziegel, die würden sich hier am Haus auch gut machen. So, und ich glaube, das machen wir eben mal. So, dann würde ich hier erstmal so ein paar Steinziegel hinsetzen, das kann man ja auch mal machen. So einfach ringsherum so einen Kranz ziehen aus Steinziegeln. Dann hat man auch so ein bisschen Kontrast. Also es ist immer schön, wenn man hier so verschiedene Baumaterialien hat in seinem Häuschen. Eigentlich, was auch gut wäre, wäre eine Schaufel. Dann könnte ich die ganze Erde hier am Rand wegschaffen. So, dann kann ich die Steinschaufel auch mal in Rente schicken. So, und hier kann ich auch mal in höhere Geschwindigkeit ein bisschen Erde wegräumen, damit wir auch eine flache Ebene haben. So, ich hoffe, hier ist kein Creeper in der Nähe. Ich sehe jedenfalls keinen. So, also erstmal hier ein bisschen Erde schaufeln. Erstmal hier ein bisschen Freiraum schaffen. So, und die Reihe kommt auch mal weg. Und die Reihe hier räume ich auch mal weg. Theoretisch können wir da auch rechts und links noch so ein bisschen anbauen. Dann hatten wir so einen, so einen West- und einen Ostflügel oder keine Ahnung, was für Himmelsrichtungen das sind. Oder Nord- oder Südflügel. Also ich habe ja auch keine Orientierung, wo hier welche Himmelsrichtung ist. So, aber ihr wisst ja schon, was ich meine. Und hier kommt auch wieder ein bisschen Stein hin. So, der Holz wird eben mal eingesammelt. Okay, habt ihr irgendwas gehört? Ach, das war nur das Schaf. Ein Glück. So, das hier kommt mit. Und das hier kommt auch mit. So, und dann wird es ja auch mit Steinen zugekleistert. Natürlich der klassische Verbauer, den kennt man ja auch. So, und hier kommt dann auch nochmal eben Stein hin. Und das Ganze machen wir dann einfach hier ringsherum. Ich hoffe, dafür reicht der Stein noch. Also falls er nicht reicht, dann kann ich hier nochmal ein bisschen was einschmelzen. So, ein paar Eisenbarren haben wir auch wieder. Das heißt, dann kann ich mir auch gleich eine Eisenspitzhacke machen. So, und die Steinspitzhacke, die kommt dann eben mal hier rein. So, Faden und Zäune konnte ich auch mal hier ablegen. Und die 4 Weizenkörner, die kann ich ja auch mal eben hier einpflanzen. So, und die Reihe konnte ich auch mal hier wegräumen. So, das wird dann eben mal hier weggeräumt. So, und jetzt mit den Steinziegeln, dann bauen wir einfach mal so ein bisschen weiter. So einfach die ganze Reihe machen wir hier. So, und hier kommt dann mal das ganze Holz weg. So, und hier, und hier, und hier noch ein bisschen, und hier noch ein bisschen. So, und dafür kommen dann hier die Steinziegel hin. So, das restliche Holz kann ich auch nochmal eben einsammeln. Wäre ja sonst viel zu schade drum. So, und dort schmilzt ein bisschen Stein durch. Den können wir später noch gebrauchen. So, mit den 6 Knochen würde ich mir erstmal hier ein bisschen Knochenmehl machen. Damit können wir auch unser Feld ein bisschen düngen. So, und da sollten wir auch gleich ein bisschen Brot haben. So.
So, und da ist auch unser Knochenmehl alle. Dann würde ich das ja mal abbauen. Und dann können wir gleich wieder ein bisschen was pflanzen. Jetzt haben wir 28 Samenkörner. Das Schaf hier muss mal eben weg. Das schiebe ich mal eben hier ein bisschen zur Seite, ganz elegant. So, hier ein paar Körner. Okay. Das könnte ich dann auch noch hier so ein bisschen weiterführen, eigentlich das Feld. So, das würde ich auch mal eben machen. Habe ich einmal dabei, einmal habe ich jetzt nicht dabei. Dann schaue ich mal eben hier. Jetzt haben wir hier ein paar Eimer. So, weil ich wollte ja den Graben noch erweitern. So, und dann kommen hier noch ein paar Körner hin. Und theoretisch wäre hier auch noch mehr Platz. Das heißt, ich könnte auch auf die andere Seite noch ein Feld machen. Ja, das war jetzt ja nicht so toll. Habe ich ganz vergessen, dass er ja ein Loch war. So, und hier geht dann einfach... Hier kommt dann einfach ein weiteres Feld hin. So, hier dann das Wasser. Und hier gehe ich dann mal hier zur Seite. So machen wir das einfach mal. So, und die restlichen 5, die pflanze ich dann hier ganz einfach an. So. So, und dann haben wir auch gleich hier 3 Brote. Die wir dann bei Bedarf natürlich auch genüsslich verzehren werden. Hier, miam, miam, miam. Super lecker natürlich. Brot ist einfach das Beste hier. Okay, wir haben 11 Eisenbarren. Mal schauen, was man so daraus machen könnte. Vielleicht eine schöne Rüstung. Ja, wenigstens einen Eisenharnisch. Dafür reicht es wenigstens. Was bedeutet, dass wir jetzt auch nur ein bisschen mehr Schutz haben. Sehr schön. So, mal gucken. Das Feld, das wächst jetzt schön, es gedeiht. So, jetzt könnte ich ja vielleicht noch mal ein bisschen Terraform betreiben, einfach nur damit wir eine ebene Fläche hier haben. Dann können wir bei Gelegenheit das Haus auch noch verbreitern. Und das ganz ohne Probleme. Das heißt, hier wird erstmal hier so ein bisschen weggeräumt. Und in der Richtung hier kann ich dann später auch nochmal mit Erde so ein bisschen anbauen. Und dann können wir dann noch alle möglichen Sachen hinbauen, wie wir halt lustig sind. Da ist natürlich alles möglich. So, dann kommt das hier weg und das hier kommt weg. So, die Sonne geht auch langsam unter, wie ich sehe. So, der Streifen hier, der kommt auch weg, nur aus Prinzip. So, wo ist denn Erde? Mit Erde kann ich ja hier noch ein bisschen was ausbessern. Da hat uns ja der Creeper vorhin das Loch eingesprengt. So, das Gras hier kommt weg und hier, ja, das hier kommt auch weg. Das wird hier alles schön eingeebnet, das wird hier alles schön flach werden. So, machen wir das einfach. So, und das hier kommt weg und das hier kommt weg. Wir könnten eigentlich auch uns mal so eine Schafzucht machen. Einfach nur für Wolle und so. Dann könnten wir das ganze Haus mit Teppich auskleiden. Oder was wir auch immer mit der Wolle machen wollen. So, hier räume ich nochmal eben was weg. Einfach bis die Schaufel kaputt ist. Okay, und da ist unsere Schaufel auch schon kaputt. Und es wird ja auch gerade Nacht. Das bedeutet, dass ich mal schlafen gehen würde. Gute Nacht. So, da ist auch mal hier der nächste Tag da. Sehr schön. Ich kann mal ein bisschen Zeug hier ablegen.
So ein bisschen Erde brauche ich ja gar nicht. Schwarzpulver, Lapis brauche ich gerade auch nicht. So, Schienen ebenfalls nicht. Ich könnte ja mal so ein bisschen die nächste Etage anfangen. Oh, das kann man da einfach so wie unten machen mit den Fenstern. So, dann gehe ich hier erstmal ringsherum mit dem Holz. So, der kommt weg. Der war falsch. So, hier noch ein bisschen Holz, hier noch ein bisschen Holz und hier noch ein bisschen Holz. Und ja, dann natürlich kommen die Fenster, man kennt es ja. So, aber allzu viel Holz habe ich jetzt auch nicht. So, 1, 2, 3, dann hier 1, 2. So, hier hat man auch eine schöne Aussicht auf der zweiten Etage. Ich könnte ja auch so eine Terrasse machen. Oder so ein Balkon oder einfach so eine Rundherum-Terrasse, damit man hier den vollen Ausblick hat. Das können wir natürlich auch nochmal gucken, wie genau wir das denn machen wollen. Aber es ist eigentlich eine voll schöne Gegend hier mit der ganzen Wiese. Und ja, generell die Landschaft ist eigentlich ganz schön. So, mehr Holz habe ich jetzt leider auch nicht. Ich könnte auch mal das Bett hier woanders hinstellen. Vielleicht hier in die Ecke. Also da macht sich das Bett ja immer ganz gut. Ja, ich denke, so kann man es eigentlich machen. So, und ich denke auch mal, ich würde mal zum Ende der Aufnahme kommen, weil ich wollte nur ein Stündchen aufnehmen. Das wären dann eigentlich 4 Folgen. Und ja, damit würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge oder Aufnahme. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal.